Beim Armbrustschießen hat man normalerweise das Problem, dass man immer nur einen Schuss abgeben kann. Mit dem Steamboat-Dinger ist das anders. Und das Beste, du kannst das auch sehr schnell machen. Du kannst insgesamt 6 Schuss rauslassen und das sehr, sehr kontrolliert. Wenn du wissen willst, was das kann und welche Pfeile es dafür gibt und wo die Vor- und Nachteile bei Armbrüsten überhaupt liegen, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der René Oster vom Survival Shop Rollingskunst. Schön, dass du dabei bist. Stinger, Steamboat, ich habe die schon einmal vorgestellt, aber ich mag jetzt ein paar Neuheiten dir vorstellen. Und zwar, mittlerweile gibt es Pfeilmaterial, das wirklich hohe Qualität hat und das einfach top ist. Nämlich einerseits diese Broadheads, diese Jagdspitzen, da möchte ich dann nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und auch ja, diese Trainingspfeile hier. Das ist in Aluminium. Ausführung und passt ganz genau auf diese Stinger hier, die es übrigens auch in Schwarz gibt. Und ich zeige dir in dem Video auch ein paar Tricks, wie das Ganze besser funktioniert und wie du das auch sehr, 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 sehr schön tunen und herstellen kannst mit einem stärkeren Bogen. Du kriegst, wenn du das willst, kannst du dir von Steamboat diese blauen Pfeile hier kaufen. Es sind im Standardlieferumfang auch ein paar dabei, beziehungsweise im Dreierset gibt es auch diese Broadheads. Was ist der Unterschied? Blau, cool, alles in Ordnung, ja, Sportpfeil. Dass das natürlich trotz alledem kein Spielzeug ist, diese 6 Pfeile, die du da einlegen kannst, das muss dir klar sein. Aber die Jagdspitzen, die rot sind, haben dann schon noch einmal eine andere Qualität. Wir machen auch einen Schusstest, damit du dir das vorstellen kannst. Das Laden geht sehr, sehr einfach, Deckel zu und die Sache ist erledigt. Und du hast hier eben die Möglichkeit, gleich einmal auf einen Blick zu sehen, wie viele Pfeilebolzen sind drinnen und auch natürlich die Frage, ja, welche sind denn drinnen? Denn diese blauen Bolzen hier, die sind im Endeffekt dafür gedacht, um ja, Sport im Garten oder sonst an einem Platz, wo du das natürlich auch machen darfst, ein bisschen herumzuschießen. Es ist auch jetzt aktuell so, es geht ein bisschen Wind, ich weiß nicht, ob du das hören kannst und trotz alledem funktioniert das mit dem Schießen einwandfrei. Auf so eine Distanz hier ist das alles überhaupt kein Thema. Der eingebaute Laser, der hier vorne dabei ist, macht das Schießen sehr, sehr einfach und ja, das taugt mir absolut. Viele Kunden fragen im Vorfeld, ja, wie bekomme ich dieses Teil, wie schaut das aus? Also du bekommst das natürlich in einer Schachtel, du hast das Magazin mit dem eingebauten Laser und du hast einen vormontierten 80 Pfund Bogen und die Armbrust hier übrigens in Schwarz und ich finde, die schaut noch einmal viel netter aus. Und dann den Griff. Ich montiere mir zuerst immer mal den Griff. Für mich ist der sehr wichtig. Also was andere Leute sagen, der Griff ist wurscht, aber dadurch ist das mit dem Spannen sehr viel einfacher möglich. Aber bevor wir das jetzt zusammenbauen und ich zeige dir dann auch noch den stärkeren Bogen, das kommt gleich, musst du eine Entscheidung treffen. Und zwar, ich habe jetzt gerade im Intro auf diese Plastikteile da geschossen. Ne? Aber ich habe bei der anderen Stinger, die ich habe in Braun, die Sicherung ausgebaut. Und das ist jetzt die Entscheidung, die du jetzt treffen musst. Willst du diese Sicherung haben? Das heißt, du musst nach jedem Mal spannen, den Hebel nach vordrücken, damit du schießen kannst, oder du willst es ausbauen, ganz wie du magst. Ja, wie geht nun diese Sicherung raus? Hier an der Stelle, da ist so ein Loch und da kannst du entweder mit einem Durchstoßer oder wie auch immer diese Teile heißen oder mit einem Nagel, der hier reinpasst natürlich, hier reinschlagen. Bitte auf eine feste Unterlage legen. So, und dann geht hier hinten der Bolzen raus. Ich habe hier eine Stinger Steamboat ohne Magazin, das zeige ich dann noch, wie das installiert wird, mit einem stärkeren Bogen. Den habe ich jetzt installiert. Wie gesagt, wenn du bei mir die Armbrust kaufst, kriegst du auch eine detaillierte Anleitung, wie das Ganze montiert und installiert wird. Das Magazin wird hier draufgesetzt und im Endeffekt ist es auch ziemlich einfach, das Ganze in den Griff zu bekommen. Du hast eine lange und eine kurze Schraube. Die lange Schraube setzt du vorne ein, um das Magazin zu fixieren. Das heißt hier an dieser Stelle hier, ich hoffe du kannst das gut sehen, hier auf dieser Stelle. Dadurch ist das Magazin jetzt einmal so vorbereitet. Und dann gibt es noch eine zweite Schraube, wo ist sie? Mit der dazugehörigen Beilagscheibe, die wird hier an dieser Stelle eingebracht. Du kriegst auch von der Firma Steamboat im Standardlieferumfang das gesamte Werkzeug, das du dazu benötigst, um das war es nämlich auch schon, zum zusammenbauen. So, das setze ich jetzt zusammen und dann werden wir mal ein bisschen schießen. So, bevor ich jetzt aber zum Schießen anfange, ja, kommt hier
wie immer bei mir, der Silikonspray rein. Alle Leute machen das nicht, ja, oder wachseln oder kümmern sich nicht um das hier. Das ist aber ganz, ganz wichtig. Ich sage das auch in anderen Videos, ich sage das auch in meinem E-Learning-Kurs, den du da mitbekommst, wenn du die Armbrust kaufst. Das ist ganz, 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 ganz entscheidend. So, und jetzt noch etwas. Und zwar manche Kunden, wir haben schon sehr, sehr, sehr viele Kunden, zufriedene Kunden, glückliche Kunden, aber manche machen jetzt Folgendes. Bevor sie überhaupt irgendeinen Pfeil oder einen Bolzen einklickt haben, versuchen sie hier aufzuspannen. Und sie spannen und spannen und spannen und dann kommt man hier an den Punkt, da ist eine Sperre und da kommt man nicht weiter. Und denkt sie, ah, verdammt doch mal, und reißt gescheit an sozusagen. Und dann passiert Folgendes, dass die Sperre sozusagen, das hier, diese Feder, die einerseits die Pfeile, Bolzen nach unten drückt und auf der anderen Seite auch die Sperre sein soll, damit man sie nicht leer aufziehen kann und auch nicht leer abschießen, weil das tut man nicht, das ist nicht gut. Das macht die Sehne und auch die Kappen und teilweise auch den Bogen kaputt. Also das ist wirklich ein Problem. Wenn du da drüber ziehst, dann wird es nicht gut werden. Naja, so ist es halt. Ja, da habe ich sie nun, die beiden, einerseits in der braunen Standardausführung und mit dem Standardbogen und hier in schwarz. Schaut halt auch cool aus, alles ganz in schwarz, mit dem stärkeren Bogen. Und wir machen jetzt gleich Schusstests und zwar, wir schauen uns an, der Energieunterschied, wie sich der im Ziel auswirkt und wir schießen mit den Standardbolzen, also den Übungssportbolzen und auch mit diesen Broadheads und diesen Jagdspitzen. Da mag ich aber vorher noch kurz was sagen. Jagd ist bei uns nicht erlaubt in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland mit Bogen oder mit Armbrust. Es gibt irgendwelche Ausnahmeregelungen in Deutschland, ich weiß, aber grundsätzlich ist das nicht erlaubt. Warum gibt es die dann überhaupt? Na, weil die auch im amerikanischen Markt verkauft werden. Steambo schickt die auch nach Amerika und dort machen sie einen Squirrel Hunt. Ich hoffe, ich habe Squirrel richtig ausgesprochen, nämlich die schießen dort Eichhörnchen damit. Grauhörnchen, und die sind aber ein bisschen größer und essen die dann nachher. Oder sie schießen damit so Kröten, so Ochsenfrösche sozusagen raus und die fahren dann ein und bleiben dann stecken und dann können sie nicht runterschwimmen. Böse. Das ist bei uns nicht denkbar, das ist nicht in unserer Kultur verankert. Es ist, bei den Amerikanern ist das anders. Und für das ist das im Einsatz. Du kannst sie trotz alledem kaufen, um eben damit zu üben, denn es hat natürlich eine andere Durchschlagskraft und es hat auch ein anderes Schussverhalten. Aber bitte nicht einsetzen, die sind mördergefährlich. Ich habe mich damit wirklich verdammt geschnitten, sehr, sehr geschnitten. Das ist wirklich, wirklich kein Spaß. Na, dann legen wir los. Ich mache jetzt jeweils einen Schuss und zwar einmal mit der Standard, 80 Pfund. Und dann den nächsten Schuss mit der stärkeren. Und da ist es auch so, ich merke, dass das viel schwieriger war. Und wie meine Frau zum Beispiel mag das nicht, die sagt, das ist zu anstrengend. Und das ist ja auch nicht die Idee dahinter, da komme ich dann nach und nach auch mal dazu. Aber den schieße ich jetzt weiter nach oben. Ja, jetzt schauen wir hin. So, das war der erste. Das ist der Standardbogen. Soweit ist das eingefahren. Ich habe extra da nach unten geschossen und den anderen habe ich nach oben geschossen, damit die schön auseinander sind. Und du siehst, das geht viel tiefer rein. Also das ist richtig putsch. Ja? Und der steckt halt nicht so tief drinnen. Das ist einfach so. Natürlich, da ist einfach mehr Power und mehr Wumms dahinter. Ja, die Frage ist, macht das jetzt Sinn, einen stärkeren Bogen mit mehr Energie zu haben? Du hast das ja gerade gesehen. Das ist die Frage, was willst du? Schau her. Der Vorteil bei dieser Steambow liegt darin, dass du sie schnell spannen kannst, dass du schneller und öfter und besser und schneller schießen kannst. Wenn du die Kraft dazu hast, den stärkeren Bogen, der auch 80 Pfund hat, aber mehr Energie und einfach mehr aufzuspannen, dann ist ja alles gut, dann ist ja alles ganz, ganz locker. Dann kannst du auch mehr schießen, weil du das eh nicht spürst. Wenn du aber schwächer gebaut bist, dann ist es mit dem leichteren Bogen sinnvoller anzufangen. Und das ist auch eine Standardaussage für alle Frauen, außer du bist, ja, dann okay, aber standardmäßig für eine Frau den leichteren Bogen, das funktioniert wunderbar. Ratsch, 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 ratsch. Wenn du stärker bist und auch mehr Power haben willst, dann nimm dir halt den stärkeren Bogen. Ist überhaupt kein Thema. Aber noch einmal, es geht bei diesem Teil nicht um die Kraft, sondern dabei,
schnell und effektiv zu schießen. Und dass man das hinkriegt, das ist das Wichtige. So, jetzt schießen wir gleich noch einmal, und zwar mit den Broadheads. Ich habe eh schon drüber gesprochen. Da ist aber etwas ganz wichtig. Und zwar, wenn du dir die anschaust, dann haben die hier Verschraubungen. Es gibt welche, die haben zwei Schrauben, es gibt welche, die haben eine Schraube, das ist egal. Und wichtig dabei ist jetzt Folgendes. Und zwar, dass du sie richtig einlegst. Richtig? Was? Das sind jetzt Tipps, die du einhalten kannst, aber nicht unbedingt musst. Aber wenn du deine Sehne lange haben willst, wirklich schon richtig schön lange, dann schau, dass diese Schrauben nach oben zeigen beim Einlegen. Das ist so ein Lernpunkt für mich. Warum ist das der Fall? Denn wenn du die Schraube nach unten reinlegst, dann geht die Sehne immer mal über diese Schraube drüber beim Aufspannen, und das tut dir auf Dauer einfach nicht gut. Ich habe vorher schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir da keine Reibung zusammenbekommen, denn jede Art von Reibung, alles was irgendwo absteht, macht die Sehne auf Dauer kaputt. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, aber beim 200. Mal und ratsch! Oder beim 20. Mal, wenn es zu stark ist. Ja, das ist ganz entscheidend. Gut, und einlegen, das ist natürlich auch klar, bitte nicht so einlegen, wobei das... Ja, sondern bitte nach oben hin so einlegen. Ja, das mache ich jetzt auch noch bei der anderen, und dann schießen wir. So, ich fange gleich mal wieder an mit der Standardversion. Schieße wieder nach unten hin. Nach unten rechts. Und jetzt schieße ich mit der stärkeren. Ja. Nach oben links. Und dann schauen wir uns an. Tja, wo sind sie hin? Wo sind die Pfeile hin? Wirklich, wo sind sie hin? Sie sind einfach weg, sie sind verschwunden. Ich habe aber nichts geschnitten. Wie kann das sein? Ja, das hat einen ganz speziellen Grund. Die sind schwerer, die haben dann eben auch diese Spitze. Die fahren in den Pfeilsack rein. Die sind nicht weg. Wie gesagt, ich habe auch nichts geschnitten. Das ist kein Fake. Die sind einfach nimmer da. Da ist so eine Energie, da ist so eine Kraft drin. Ravumsti kapumsti, dass die jetzt da drinnen stecken. Ach, ist das traurig. Ja, ich glaube, dir ist klar, worum es dabei geht. Ich meine, diese Broadheads sind einfach viel, viel schwerer da vorne. Da ist viel mehr Energie dahinter. Und die sind halt nett und lieb und zum Spaßschießen auch wirklich super. Aber das sind einfach saugefährliche Teile. Ich hatte ja auch die Prototypen da, einmal zum Testen. Und jetzt, wo wir jetzt die Serienfertigung haben, bin ich pipi-fein davon überzeugt. Die sind einfach genial. Man muss nur auf was aufpassen. Ich habe mich nämlich irre geschnitten. Das ist extrem scharf hier vorne, gell? Wirklich scharf. Also bitte, bitte aufpassen. Ich habe es nämlich reingeschossen in eine Styroporplatte. Da bleiben sie nämlich hängen. Bei so einem Pfeilfang sagt, da ist einfach zu viel Kraft dahinter. Und da ist es noch einmal vollkommen Bovidel, vollkommen schmorn egal. Ich wollte schon was ein anderes Wort sagen. Ob du mit dem kleinen oder also mit dem leichteren oder mit dem stärkeren Bogen schießt, das ist bei denen hier irrelevant. Irrelevant. Okay? So. Und habe ich rausgezogen und habe mir das aufgeschnitten hier an der Stelle. Es hat wirklich weh dann. Wenn dir das interessiert, billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link zu mir in den Shop auf diese Pfeile. Da ist dieses Video, wo ich mal aufgeschnitten habe, da zeige ich die her. Also ja, gut, das ist nichts für YouTube. Wie auch immer. Der Punkt dabei ist jetzt der. Brauchst du die? Nein. Sind sie cool? Ja, aber es ist die Frage, ob du sie wirklich brauchst. Es gibt dann Kunden, wir haben sie ja schon länger im Verkauf, die schießen auf Holzplatten damit. Und das ist ein gutes Recht. Ich meine, wenn du auf Holzplatten schießen willst, dann tu das. Aber bedenk halt eins. Da ist dementsprechend Power drauf und dann steckt das Teil so weit im Holz. Weißt du was? Das probieren wir einfach mal. Da vorne haben wir es, das Holzbrettel. Und ich schieße jetzt mal mit der Standard auf die rechte Seite. Oh. Und jetzt mit der stärkeren. Ja, brauche ich nicht entsichern, okay, auf die linke Seite. So, also da stecken sie jetzt drinnen, die zwei. Das ist der stärkere Teil, also der Redback-Bogen. Und das hier, ja, das ist der Standard-Bogen. So, jo, also auf dem Holzbrett hat das de facto, naja, was soll ich sagen? Ja, nicht allzu viel beachtet. Also das ist natürlich jetzt die große Frage. Nur jetzt stecken diese Teile da drinnen wie verrückt. Und ich empfehle nicht, auf Holzplatten zu schießen, außer du willst mir ganz viele von den Pfeilen abkaufen. Also du willst sagen, ich schieße ab jetzt nur mehr auf Holzplatten.
dann ist das super für mich, weil du dadurch natürlich diese Pfeilchen hier ein bisschen kaputt machst. So, ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich traue mich gar nicht mehr. Ich habe, weißt du, ich lerne wie der Pavlovsche Hund, ja? Der, wenn die Glocke läutet, dann der Speichelfluss, weil er dann was zu fressen kriegt. Und bei mir ist es so, ich habe jetzt Angst, dass ich mal wieder wehtue. Hat man nämlich schon einmal wehtan. Schau her, das macht der Pfeil jetzt einmal mit. Das macht der Pfeil auch zwei- oder dreimal mit. Aber beim Rausnehmen bitte ganz, ganz vorsichtig sein. Erstens, damit du dich selber nicht verletzt. Ja? Und das Zweite, auch warum vorsichtig, bitte da nicht andrehen und hin und her drücken, weil du dann den Pfeil natürlich mit der Zeit kaputt machst. Schau, wie genial das ist, es ist alles in Ordnung. Aber wenn du das auf Dauer machst, ist das natürlich keine gescheite Idee. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei den Bolzen, bei den Pfeilen, ich weiß nicht, was für dich besser ist, was dir besser taugt. Beide sind kein Spielzeug, aber die sind wirklich, wirklich böse. Also bitte aufpassen, bitte, bitte aufpassen. Und die blauen halt zum Spaß schießen. Und von der Farbe her, das ist ja wurscht. Ja? Ich meine, ich gebe dir den Link, billige Eigenwerbung in meinen Shop, da kannst du beide erwerben. Das ist eine Frage der Optik. Ja? Aber brauchst du den starken Bogen? Meiner Meinung nach nein. Wenn du ihn aber willst, dann kauf ihn. Ganz klar. Wenn du sagst, mir reicht der Standardbogen und es ist mir eigentlich viel wichtiger, dass ich das schnell aufspannen kann und schnell schießen kann und auch was treffe damit, ja, als der starke Bogen, dann wirst du auch mit dem glücklich sein. Und ich sage es da auch ganz ehrlich, mir reicht der und es ist, macht mit dem einfach viel mehr Sinn für mich persönlich. Aber natürlich bin ich auch nicht der Feind meines Geschäfts. Klarerweise, wenn du ihn kaufen willst, den starken Bogen, gebe ich da unten einen Link in meinen Shop, wenn du das magst. Billige Eigenwerbung, so wie immer. Ja, das war's jetzt. Ich finde die Teile wirklich genial, weil sie leicht und kompakt sind. Wir haben ja auch die Edda im Programm, da habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht. Und die Edda ist ein wunderbares, tolles Teil. Aber die hat, und die hat auch 130 Pfund, ja. Die muss man halt einmal aufspannen können. Aber das hier hat den großen Vorteil, dass sie klein und leicht ist und im Endeffekt der Pistolenarmbrust ist etwas Kleines, Leichtes, was man halt einfach so transportieren kann von daheim zum Schießplatz oder an den Platz, wo man halt schießen will oder muss oder weiß was ich weiß. Ja? Das ist einfach der Vorteil dabei. Schreib mir unten einen Kommentar, das würde mich freuen, was du davon hältst. Hast du diese Dinger, hast du diese Broadheads, erzähl uns was, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link, billig eingeben, zu meinem Shop, ist eh ganz klar. Ein paar andere Videos und ein Abo und danke fürs dabei sein. Ciao.